Hi, ich bin der Andi vom Fingerfuchs-Kanal und im heutigen Video bauen wir Schritt für Schritt eine coole Funk-Gitarrenbegleitung zusammen. Es geht relativ einfach los und wird mit jedem Schritt aber dann immer ein Stück komplexer. Wenn dir die Wiedergabegeschwindigkeit zu schnell ist, dann kannst du über das kleine Einstellungsrad die Geschwindigkeit einfach nach unten setzen. Los geht's mit unserem ersten Ton, der Ton E auf der A-Seite im siebten Bund. Den spiele ich immer auf die 1, weil die 1 im Funk eine sehr wichtige und schwere Zählzeit ist. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und da draus bauen wir jetzt schon den ersten Akkord, und zwar den E7-9 Akkord. Der Mittelfinger geht dazu auf die D-Seite in den 6. Bund, der Ringfinger auf die G-Seite im 7. Bund, und den lege ich jetzt um und ich drücke die B- und die E-Seite auch im 7. Bund mit ab. Genau, ich habe da so einen leichten Knick im Ringfinger, dass der durch die drei Töne drücken kann. Und das ist jetzt ein Akkord, wie er sehr oft im Funk vorkommt, zum Beispiel bei James Brown. Jetzt kommt ein Schlag hinzu, und zwar auf die letzte 16. der 1. Der nächste Schritt ist jetzt ein Slide, und zwar spiele ich jetzt auf die 1 alles einen Bund weiter vorne und dann rutsche ich danach in diesen Akkord rein. Und zwar so. Also hier den ersten anspielen und den zweiten nur durchs Rutschen erzeugen. Jetzt nehmen wir noch zwei Synkopen dazu, und zwar einmal vor der 3 und einmal nach der 3. Synkopen sind Schläge auf den Offbeats. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sehr typisch für Funk. Und den ersten dieser Schläge drücke ich jetzt mit einem kleinen Finger im 9. Bund auf der hohen E-Seite und nehme dann gleich wieder weg. Dann ist es kurzzeitig ein E7-9 mit der 13. Um dem Ganzen mehr Groove zu geben, spiele ich jetzt Ghost Notes oder Dead Notes dazwischen. Dead Notes sind Töne, die keine wirkliche Tonhöhe haben, sondern nur so einen Chuck machen. Und ich erzeuge das, indem ich in meiner linken Hand den Druck weg habe. Ich habe zwar die Finger da, wo sie dann drücken sollen, aber ich drücke nicht drauf. Ich berühre nur ganz leicht die Saiten. Und mit meiner Schlaghand unterstütze ich das, indem ich auch mit dem Handballen hinten leicht die Saiten berühre. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht zu dieser Ab-Stopp- oder Abdämpftechnik, das ich unten nochmal verlinke. Und das mache ich jetzt immer in den Zwischenräumen, wenn es möglich ist. Groove. Und jetzt gehe ich her und spiele noch auf die 4 und wieder einen Bund weiter vorne. Nach einem Durchgang gehe ich jetzt dann her und spiele die zweite Hälfte ein bisschen anders. Die zweite Hälfte wird dann so klingen. Und zwar spiele ich auf die 3 und die A-Seite im 5. Bund und auf die 4 die A-Seite im 7. Bund. Also erster Durchgang. Zweiter. Jetzt kommt eine typische Single-Note-Line. Wir bauen dann alle Lines zum Schluss zusammen. Die Single-Note-Line funktioniert vom Prinzip genauso. Wir haben Dead-Notes, die durchgehen.
Nur, dass ich diesmal nicht alle Seiten spiele, sondern nur eine. Und zwar nur die G-Seite. Und ich habe jetzt meinen Ringfinger über dem 9. Bund und meinen Zeigefinger über den 7. Bund. So erzeuge ich die Dead Notes und wenn ich jetzt einen Ton klingen lassen will, dann drücke ich nur drauf. Und das mache ich jetzt mal mit dem Ringfinger im 9. Bund und zwar die 1 und. Also ich mache 2 Sechzehntelschläge und drücke dann 3, 4. Und das mache ich jetzt dann auch im 7. Bund, auch wieder nach 2 Schlägen. Und dann wieder im 9. Und wieder im 7. Und dann nochmal im 7. Und dann mache ich einen Hammer-On auf den 9. Und dann bleibe ich stehen auf der B-Seite im 8. Bund. Und dann kommt noch ein Unisolo-Lick, spielt dann das ganze Playback mit. Und zwar startet das Ganze auf der G-Seite im 9. Bund. 3, 4. Danach im 7. Bund. Danach die D-Seite im 9. Bund. Danach die D-Seite im 8. Bund. Danach die D-Seite im 7. Quasi. Danach die A-Seite im 10. Dann im 7. Und dann die E-Seite im 10. Und dann im 7. Und dann geht das Ganze von vorne los. Kompletter Durchgang. Und 1, 2, 3, 4. Tabs zu allem, was ich hier gespielt habe und den Backing-Track gibt es auf meiner TP-Mitgliederseite. Der Link ist unten in der Beschreibung. Außerdem findest du in der Beschreibung Infos zu meinen Online-Kursen und zu dem Equipment, das ich spiele. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über den Daumen nach oben und du kannst das Video gerne kommentieren. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann bitte nachholen. Ciao und bis nächste Woche.